Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen. Das ist jetzt vermutlich das letzte Video, was vor dem 1000 Abonnenten-Special erscheint. Also wenn ihr dann noch irgendwie Wünsche, Anregungen, Ideen habt, schreibt gerne in die Kommentare. Ein paar coole Ideen wurden ja schon bereits reingeschrieben. Dann nochmal ein kleines Dankeschön an jeden, der sich da ein bisschen beteiligt. In der nächsten Woche werde ich mit meinem herkömmlichen Training pausieren und mich dann nur auf das Abonnenten-Special zu fokussieren. Eine Pause tut vielleicht auch mal ganz gut, weil ich glaube jetzt schon wieder 6 oder 8 Wochen ich jede Woche Training hatte. Und so ab und an mal eine Woche Pause tut da mal ganz gut. Wobei es im Special auch ein Training geben wird. Also ich werde jetzt nicht in der gesamten Woche gar nicht trainieren, halt einfach dann nur ein oder maximal zweimal. So viel noch kurz vorab. Dann kommen wir jetzt zum heutigen Tag. Ich habe mich auch schon umgezogen, bin jetzt ready für den Sport. Eben gerade habe ich mir einen Shake reingezogen. Das liegt so etwa, knapp eine Stunde wieder zurück. Ich werde jetzt auch gleich mit dem Training anfangen. In der letzten Woche wurde ich mal drauf hingewiesen oder wurde mir vorgeschlagen, in der ersten Übung, also beim Latzug, ein bisschen mehr in den Stretch noch reinzugehen. Da werde ich gucken, ob das möglich ist, weil ich musste den Turm, damit der hier in die Wohnung reinpasst, ein bisschen kürzen. Das heißt, ich habe halt nicht mehr so unfassbar viel Weg und es könnte sein, dass ich entweder nur nach unten oder nur in den Stretch reingehen kann, sonst wird das Gewicht halt eben entweder oben dran kommen oder unten auf die Gewichte knallen. Deswegen, da muss ich gleich gucken, wenn ich mich aufwärme, ob das halt möglich ist. Wenn es geht, werde ich das heute ausprobieren und wenn nicht, mache ich es dann genauso wie in der letzten Woche. Also ich mache mich dann jetzt eben schnell warm und dann geht es gleich mit der ersten Übung weiter. Das Gute ist, der Weg für die Gewichte ist noch lang genug, also ich kann problemlos auch mit dem Stretch arbeiten. Ich habe, um beides mal zu vergleichen, im ersten Satz mit Stretch gearbeitet und im zweiten Satz den Latt durchgehend auf Spannung gehalten. So im Großen und Ganzen merke ich keinen großen Unterschied. Ich schaffe es bei beiden, den Latt gut anzusteuern, merke den Bizeps nicht sonderlich extrem, also so ein bisschen halt schon, ist klar, aber am meisten halt wirklich den Latt. Das Brennen im Latt ist bei der Variante aber stärker, bei der ich halt durchgehend auf Spannung bin. Ergibt für mich auch ein bisschen Sinn, weil ich ja bei der Ausführung wirklich mit dem Muskel das Gewicht anhalte und nicht in die Dehnung reingehe, wo dann das Gewicht im Prinzip durch meine Bewegungseinschränkung angehalten wird. Vermutlich werde ich es in Zukunft dann so machen, weil ich wirklich beide Ausführungen gut finde, dass ich irgendwie 2 Sätze mit Stretch und 1 Satz mit der dauerhaften Spannung mache und das dann von Woche zu Woche mal ändere. Also dann mal in der einen Woche 2 Sätze durchgehend auf Spannung und eine mit Stretch, dann wieder 2 Stretch, eine mit Spannung und so weiter und so fort. Dann habe ich im Prinzip auf einen Monat gerechnet, alles so in etwa gleich oft trainiert. Also ein Satz kommt dann jetzt noch, da ich in der letzten Woche 3 Sätze hatte, wo ich durchgehend auf Spannung war, mache ich jetzt den letzten Satz dann mit der Dehnung. Könnt ihr mal gerne in die Kommentare schreiben, was ihr davon haltet, ob er sagt, dass er es besser findet, mit Dehnung zu arbeiten oder dem Muskel durchgehend auf Spannung zu haben. Ich fand jetzt jedenfalls beides ziemlich gut. Weiter geht's dann jetzt genau wie letzte Woche, wieder mit dem Kurzhantelrudern, hat mir extrem gut gefallen. Da geht's dann jetzt wieder 3 Sätze. Fuck.
Sehr interessant ist, ich habe gerade im ersten Arbeitssatz auch mal versucht, mit so ein bisschen Dehnung zu arbeiten. Ich habe weniger Polster genommen und kleinere Gewichte, sodass ich mehr Weg habe, bevor ich den Boden berühre. Und das hat sich ziemlich gut angefühlt. Also ich habe Ultrapump im Latt, hat auch richtig angefangen zu brennen. Und ich habe es jetzt noch mal ein bisschen besser hinbekommen, weniger die hintere Schulter zu verwenden, sondern wirklich fast rein aus dem Latt zu ziehen, weil beim letzten Mal hat es auch schon gut funktioniert, aber ich hatte noch einen ganz guten Pump in der hinteren Schulter. Der ist jetzt fast gar nicht da, so minimal wirklich nur, aber beim letzten Mal war es schon deutlich mehr. Und ich habe auch währenddessen einfach ein besseres Gefühl im Latt. Ich versuche das jetzt auch in den kommenden Arbeitssätzen so hinzubekommen, wäre auf jeden Fall mega super. Das Gewicht lasse ich erstmal, auch wenn ich jetzt nicht die 20 Wiederholungen geschafft habe. Da gehe ich jetzt in den nächsten beiden Arbeitssätzen einfach immer bis zum Muskelversagen und mache dann so viel, wie es geht. Im dritten Satz habe ich noch eine kleine Sache geändert, denn im zweiten Satz habe ich so gemacht, dass ich das Gewicht so kurz vor dem Boden angehalten habe oder manchmal gleich den Boden berührt habe. Aber ich habe auf jeden Fall das Gewicht oder den Rücken und Arme dauerhaft auf Spannung gehabt. Jetzt bin ich halt wirklich runtergegangen, das Gewicht kurz abgelegt und habe dann hochgezogen. Und das fand ich nochmal ein bisschen besser. Ich habe jetzt wirklich extrem starken Pump im Latt, in der hinteren Schulter so gut wie gar nicht und im Bizeps auch nicht. Das werde ich dann vermutlich für die nächsten Male genauso übernehmen. Dann geht es jetzt gleich weiter mit den letzten beiden Übungen für heute. Es kommt noch eine, wo ich von oben ziehe und eine Ruderübung. Und beide im Supersatz. Da gucke ich jetzt gleich mal, worauf ich Bock habe. Streng genommen habe ich sogar drei Sätze gemacht, weil der erste Einführungssatz so ein bisschen ausgeartet ist. Beim Thema-Rudern habe ich 45 Kilo genommen, hatte 15 Wiederholungen, was auf jeden Fall schon relativ anstrengend war, vor allem mit der Vorbelastung.
Und beim Latzi bin ich auch bis zum Muskelversagen gegangen. Von daher kann man schon sagen, dass es jetzt 3 Arbeitssätze waren. Und jetzt ist auf jeden Fall gut. Es geht auch so langsam das Gefühl raus. Das ist bei mir auch immer das Zeichen, dass dann genug ist. Aber hat ja trotzdem für Rücken schon recht hohes Volumen. Für Beinburger mache ich heute auch keine Übung, weil ich merke es auch so ein bisschen vom letzten Beintraining. Ich habe jetzt zwar keinen Muskelkater, aber ich merke halt immer noch so die Erschöpfung, vor allem im Beinbeuger. Deswegen dehne ich mich jetzt noch ein bisschen und dann gibt es gleich was zu essen. Und zwar richtig schön Spaghetti Bolognese. Habe ich gestern zubereitet und ich finde, das schmeckt am nächsten Tag nochmal ein bisschen besser. Bisher hatte ich auch nur eine Mahlzeit, das war der Shake vorm Sport. Und ich vermute mal, dass ich heute insgesamt dann auf 4 Mahlzeiten kommen werde. Ich brauche dann gegen Ende wieder ein bisschen größere Mahlzeiten, sodass ich halt den Shake dann wieder so ein bisschen ausbügeln kann, dass ich nochmal ein paar mehr Proteine und ein paar mehr Kalorien dann habe. Weil bei Kohlenhydraten ist der Shake ja ganz gut unterwegs. Aber da bin ich eigentlich ganz guter Dinge, weil es jetzt nonoch relativ früh ist und ich da problemlos noch danach 2 weitere Mahlzeiten reinbringen kann. Was es da genau gab, werde ich dann wieder am Ende einblenden, so wie immer. Dann, ja, was gibt's noch zu sagen? Eigentlich gar nicht so viel. Weiter geht's dann, wie gesagt, mit dem 1000 Abonnenten-Special. Das wird dann in der nächsten Woche erscheinen und danach geht's dann wieder mit dem herkömmlichen Training weiter. Da würde ich mich natürlich sehr freuen, wenn wir uns da wiedersehen. Dann war es das für heute. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Video. Bis dahin, bleibt gesund und haut rein.